Shalom, Shalom. Ich grüße euch wieder herzlich aus Uganda und habe hier ein kleines Traktat gefunden, das mich sehr, sehr berührt hat. Und ich habe schon an ganz viele Menschen ausgegeben und es hat Gutes bewirkt. Und zwar die letzten Worte großer Männer. Wisst ihr, wenn die Stunde der Abreise von dieser Welt auf uns zukommt, dann werden wir mit einer Realität konfrontiert, die alle Lügen aufdeckt, alle Geheimnisse. Also da läuft so viel. Und ich bin so dankbar, ich durfte, mein Vater ist in meinen Armen zu Jesus abberufen worden und dann mein Mann Herbert auch. Und es war ein Erlebnis für mich. Ich wollte mit beiden mitgehen, weil es so die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt hat. Sie sind abgeholt worden von Jesus. Aber jetzt möchte ich euch da ein paar Sachen vorlesen, die wahrscheinlich auch dich berühren werden. Denn es gibt für jeden einen Tag, der Letzte auf dieser Welt sein wird. Genauso wie du einen Tag hattest, wo du geboren wurdest. Und kaum etwas ist aufschlussreicher als das Zeugnis Sterbender. Selbst Lügner bekennen dann die Wahrheit. Ein Blick auf das Sterbelager verrät oft mehr als all die großen Worte und Werke zu Lebzeiten. Im Augenblick, wo sich Menschen dem Tod gegenübersehen, verlieren viele ihre Masken und werden wahrhaftig. Mancher musste erkennen, dass er auf Sand gebaut, sich einer Illusion hingegeben hat und einer großen Lüge gefolgt war. Aldous Huxley schreibt im Vorwort zu seinem Buch »Schöne neue Welt«, dass man alle Dinge so beurteilen sollte, als sähe man sie vom Sterbelager aus. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das ist im Psalm 90, 12. Das sagt die Bibel. So, jetzt möchte ich euch ein paar Worte, letzte Worte, die aufgezeichnet wurden von großen Männern, die auf dieser Welt waren und die wir alle wahrscheinlich kennen. Kaiser Augustus schreibt, aber an die letzten Worte, habe ich meine Rolle gut gespielt? So, nun klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Heinrich der Achte, so, nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesare Borgia, ein Staatsmann. Ich habe für alles Vorsorge getroffen, im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Kardinal Mazarin, oh, meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Und wisst ihr, in diesen letzten Minuten und Sekunden unseres Lebens, da ist es eigentlich schon zu spät, noch eine Veränderung zu vollziehen. Manche kriegen vielleicht die Gnade. Aber diese Entscheidung sollten wir treffen heute. Heute. Könnte jeder Tag der letzte sein. So rate ich dir, geh einmal in dich und frage dich, wo gehe ich hin, wenn ich heute sterben würde? Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, sagt, ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. David Hume, der Atheist, schrie, ich bin in den Flammen. Und seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Von Napoleon schrieb Graf Montolon, der Kaiser stirbt, von allen verlassen, auf diesem schrecklichen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Goethe, seine letzten Worte, mehr Licht. Heinrich Heine, der große Spötter, änderte später seine Gesinnung. Im Nachwort zu seiner Gedichtssammlung Romancero vom 30.09.1851 schrieb er, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert.
Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt, wie ein verlorener Sohn. Nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Ja, Theologie wird dich nie retten. Keine Kirche kann dich retten. Der Nietzsche starb in geistiger Umnachtung. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, schreibt oder sagt, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Über das Ende von Stalin sagte seine Tochter Svetlana Allilujeva, die im März 1953 zu dem sterbenden Diktator auf seine Datscha in Kuntsevo gerufen wurde. Vater starb schrecklich und schwer. Gott gibt den Gerechten einen leichten Tod. Churchill, seine letzten Worte, welch ein Narr bin ich gewesen. Jean-Paul Sartre, ich bin gescheitert. Jesus Christus, es ist vollbracht. Stephanus, der erste Märtyrer, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Voltaire, David Hume und andere hätten sicher gelacht und gespottet, hätte man ihnen zu ihren Lebzeiten erklärt, dass sie ohne Jesus ewig verloren gehen. Und dennoch mussten sie dann erkennen, dass es stimmt und die Bibel recht hat, wenn sie sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, im Hebräer 9,27. Wie werden du und ich sterben? Wird es bei uns auch zu spät sein? Was werden unsere letzten Worte sein? Also lieber Zuhörer, wir müssen es dir sagen, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Ohne Jesus und die Vergebung der Sünden durch sein Blut sind wir verloren. Und zwar sind wir vor einem heiligen Gott absolut, total und ewig verloren. Und wenn du meinst, dass mit dem Tod alles aus ist, gehörst du zu den betrogensten aller Menschen. Es gibt nur einen, der dich retten kann. Jesus Christus. Meinst du wirklich, dass die oben zitierten Männer fromme Komödien machten, als es zu Ende ging? Ohne Friede mit Gott zu haben, ist der Tod eine furchtbare Realität, vor der die Welt davonläuft. Man möchte nichts davon hören. Man verdrängt es aus seinem Bewusstsein. Aber ist das Vogelstrauß-Politik eine kluge Lösung? Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen der Exekution ausgeliefert hatte, kam zu einem Pastor und sagte, ich habe viele von euch sterben sehen. Die Christen sterben anders. Was ist euer Geheimnis? Willst du es wissen? Wenn du mit dem Herzen zu Jesus Christus kommst und wirklich Frieden mit Gott haben willst, dann kannst du jetzt dieses Gebet mir nachsprechen. Herr Jesus Christus, bitte vergib du mir alle meine Schuld und Sünde, meine Rebellion und mein Eigenleben. Hab Dank, dass du für mich gestorben bist und mit deinem Blut den Preis für meine Sünde bezahlt hast. Bitte komm jetzt in mein Leben. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und bitte dich von nun an, mein Herr zu sein. Hab Dank, dass du mich hörst und annimmst. Ihr Lieben, es kommt nicht auf die richtige Formulierung davon, sondern auf deine Herzenshaltung. Jesus sagt uns in seinem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Jesus allein hat den Tod die Macht genommen. Wir können jetzt selbstsicher und mit einem Lächeln hinweggehen und das eben Gelesene aus ihrem Gedächtnis verdammen,
aber auch so werden wir dem Tod nicht entfliehen. Was dann? Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Ziel hat und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Im Psalm 39, 5 bis 6. Deswegen sagt der Prophet Amos, darum bereite dich und begegne deinem Gott. Ihr Lieben, dieses kleine Traktat hat mich sehr bewegt. Wisst ihr, wir sind nämlich alle von uns, keiner hat den Tag unserer Geburt gewählt und du kannst den Tag deines Todes wählen, aber das ist Selbstmord, ist also Mord. Und du weißt schon, das ist nicht gerade hoch im Kurs bei Gott. Wir haben einen Gott, der uns für eine bestimmte Zahl von Tagen auf diese Erde gesetzt hat. Und auf dieser Erde treffen wir die Entscheidung für den Rest unseres Lebens. Und zwar ewigen Lebens, ewigen Lebens. So bitte ich dich, bete jetzt dieses Gebet nach, das ich heute mit dir gebetet habe. Und meine es in deinem Herzen. Vertraue dem Herrn Jesus, dass er für dich alles bezahlt hat. Wisst ihr, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir als Sünder geboren werden, mit der Erbsünde. Und auch für diese Erbsünde ist Jesus am Kreuz gestorben. Und als er gesagt hat, es ist vollbracht, heißt es, wer ihm glaubt und ihm vertraut, da ist alles bezahlt. Er selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gib dein Leben dem Herrn Jesus Christus, denn ohne Jesus wirst du vegetieren, nicht leben. Ich bin so dankbar, dass ich die Gnade hatte, mit 7 Jahren Jesus schon in mein Leben aufzunehmen. Und er ist mit mir geblieben, diese ganzen vielen Jahre, und ich mit ihm. Und du kannst von mir alles wegnehmen, nur nicht Jesus. Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er ist der Inhalt meines Lebens. Er ist mein Leben, meine Hoffnung, mein Glaube, meine Zuversicht, meine Weisheit. Er ist mein Versorger, mein bester Freund, mein Bräutigam. Er ist mein Auferstehungsleben. Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese Hoffnung möchte ich, dass voll und ganz in deinem Herzen Fuß fasst. Dass du weißt, Jesus hat für mich bezahlt, was ich nie bezahlen konnte. Und weil ich ihm hundertprozentig vertraue, ihn aufgenommen habe in mein Herz. Im Johannes 1,12 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wisst ihr, wir sind alles Geschöpfe Gottes, aber ein Kind Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Denn dann bekommen wir ein neues Leben, ein glorreiches Leben, ein siegreiches Leben, ein Leben, das vor Gott zählt. Ich bete, dass du die Gnade bekommst und auch anderen weitergibst, diese Möglichkeit, ihr Leben Jesus zu übergeben. Denn das ist eigentlich der höchste Ruf, den wir noch auf dieser Erde haben. In der Liebe Jesus grüße ich dich, umarme ich dich und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Hier, dort oder in der Luft. Shalom, Shalom.